Am Stadtrand von Erfurt in Marbach soll die Moschee entstehen. Geplant ist ein Neubau mit Minarett und Kuppel, ein Gebetshaus, das auch als Gemeindezentrum genutzt werden soll. Die Marbacher Ortsbürgermeisterin Katrin Böhlke wurde Ende April von der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde über die Baupläne informiert. Sie besprach das Thema im Gemeinderat und mit den ansässigen Vereinen. Auch heute Abend wird der Gemeinderat beraten. Katrin Böhlke erhofft sich einen sachlichen und ehrlichen Dialog. Wir finden uns ein bisschen alleine gelassen von der Stadt. Und ich werde heute Abend in der Sitzung auch dem Ortsteilrat vorschlagen, dass wir den Oberbürgermeister Bausewein beauftragen, dass er bitte eine Bürgerversammlung machen möchte. Und zwar nicht in einem kleinen Raum, weil es ist nicht nur ein Marbacher Problem. Ich denke, das ist sogar ein Erfurter Thema, was auch Erfurter interessiert und auch Thüringer interessiert. Die Ahmadiyya-Gemeinde um Suleyman Malik hat in Thüringen etwa 70 Mitglieder. Die gemäßigten Muslime engagierten sich im vergangenen Herbst in der Flüchtlingshilfe. Als einzige muslimische Gemeinde traten sie dem Bündnis für Mitmenschlichkeit bei. Die Reformgemeinde will immer wieder über den Islam aufklären. So organisierte sie eine Islamausstellung in Erfurt. Sie sucht den Austausch zu Nicht-Muslimen und wirbt für Toleranz. Momentan besitzt Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde in Thüringen keinen Gebetsraum. Wenn Feierlichkeiten sind, Freitagsgebete oder Versammlungen sind, dann müssen wir die Räumlichkeiten mieten. Und deswegen haben wir eine Bauvoranfrage zum Bau einer Moschee gestellt. Die Landesregierung, die Religionsgemeinschaften und der Islambeauftragte des Bistums Erfurt begrüßen den Moscheenneubau. Es ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass eine Religionsgemeinschaft das Gefühl hat, wir sind angekommen, wir sind vor Ort, wir zeigen das auch. Und das ist eigentlich für so eine Gemeinschaft auch das Gefühl, wir sind da und wir, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Zeichenflagge. Am Freitag will die Ahmadiyya-Gemeinde in Marbach ausführlich in einer lange geplanten Pressekonferenz über den Moscheenneubau informieren.